Sussul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4, wo wir wieder im Restaurant unterwegs sind. Die Landgrafs sind, wie man sieht, sehr, sehr zufrieden bislang. Haben uns beide eine 4 gegeben, ist noch nicht volle Punktzahl, aber macht nichts. Cleo möchte Cerealien essen und musst dich doch erstmal um deine eigenen Gäste kümmern. Mensch. Finde ich, wow, hier alle super zufrieden, auch er. Wie kommt denn er da hin und was will er denn da? Okay, die beiden hier sind noch nicht so zufrieden. Dann begrüßen wir die mal und überprüfen mal den Tisch. Mal schauen, vielleicht können wir sie ja dann noch von uns überzeugen hier von unserem kleinen Restaurant. Wo kommt denn Cleo? Da hinten joggt sie rum. Warum joggt sie denn da hinten rum? So, jetzt aber. Oh, jawohl, meine Bewertung ist gestiegen. Wir haben jetzt ein 4 von 5 Sterne Restaurant. Das ist doch richtig, ja, ist doch richtig nice hier. Ich habe die ersten 11 aussortiert. Oh ja, guck, jetzt haben die auch beide eine 4 Sterne Bewertung. Ja, supi. Das wird mir sicher doch nochmal bergab gehen, wenn wir hier das Sortiment, das Essenssortiment erweitern, um neue Gerichte, die ein bisschen was Außergewöhnlicheres sind. Was wollte ich sagen? Oh, hier, der wartet schon recht lange. Dann priorisieren wir die Bestellung für den Herrn Fabio Weber. So, vielleicht fühlt er sich dann wieder besser versorgt und betreut und die Bewertung steigt wieder. So. Alles klar, da hinten sind zwei neue. Aber Cleo sollte sich vielleicht tatsächlich auch eben mal was zu essen nehmen. Hier eine schnelle Mahlzeit, nimm dir ein paar Cerealien. Das wolltest du ja eben schon machen. So, sehr gut. Tantiem, 3124 Simoleons. Also was ich eigentlich sagen wollte, ich habe die ersten 11 jetzt schon aussortiert. Ihr habt sehr fleißig abgestimmt. Und heute am Ende der Folge werde ich euch die verbleibenden 20 nochmal zeigen. Die Sims werden nicht ihre alten Nummern behalten, sondern neue bekommen. Ich werde dann wieder durchzählen. Und dann könnt ihr euch schon mal wieder was zu schreiben bereitlegen und dann wieder abstimmen, welche weiterkommen, welche 15 und welche 5 heute rausfliegen. Das ist hier ein Germany's Next Topmodel mit verschärften Bedingungen. Jeden Tag fliegen 5, anstatt jede Woche eine. So, die konnten wir anscheinend nicht mehr besser bedienen. Der ist immer noch auf seiner 3 hängen geblieben. Ja, die Cerealien duften aber auch so gut, ne, Cleo? Ja, hier. Die Landgrafs sind super zufrieden. Was heißt super zufrieden? Aber sie sind mit einer 4-Sterne-Bewertung gegangen. Und ich glaube, die werden wir wiedersehen. Was macht sie? Zurück an die Arbeit. Zitze. Eine Schulung für die Fähigkeiten, eine Standardschulung, damit die Fähigkeiten beim nächsten Arbeitsantritt erhöht werden, beim nächsten Arbeitsantritt erhöht werden. Wir machen mal eine Standardschulung, oder? Würde ich sagen. Hier, wir können auch ruhig mal loben. Sie ist gerade relativ... Achso, die hat ihn zum Platz gebracht. Ja, dann ist okay. Komm hier, wir loben auch ruhig mal vor den Besuchern, vor den Gästen. Dann sehen die, dass wir auch mit unseren Angestellten ordentlich umgehen. Obala, da hatte ich vergessen, das Handy auszuschalten. Sowas aber auch. Oh je. So. Bitte einmal loben und bitte einmal für eine Schulung bezahlen. Oh, jetzt haben wir ihn gar nicht gelobt, ne? Hier, jetzt loben. Ah ja, ja, was hat die denn für eine Haarfarbe? Passend zur Brille. Hallo? Na prima, in meiner Freizeit die Schulbahn drücken, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Geht's dir noch gut? Dann wirst du jetzt kritisiert. Dafür, dass du meckerst, dass ich hier teuer Geld in deine Fortbildung stecke. Willst du hier wohl nicht arbeiten? Jetzt lass dich kritisieren. Pfe. Er ist sehr unzufrieden. Ja, das kann er auch sein, ganz ehrlich. Alle anderen sind überhaupt nicht motzig hier. Ah, du wirst gelobt. Boah, ist hier jetzt gerade viel los. So, wir müssen mal in die Küche. Wir müssen Susan mal loben, weil die macht nämlich ihre Arbeit wirklich gut. Die freut sich. So, und die befördere ich auch gerne.
So. Kriegst du 12 Simoleons die Stunde. Susan wird jetzt befördert. Die strengt sich hier wirklich an. Eine Beförderung für mich? Ich? Na klar, das wurde ja auch Zeit. Ich meine, vielen Dank, Frau Miller. Ich fühle mich geehrt. Oh. Die ist putzig, die Susan. Und wir bezahlen auch noch wieder eine Standardschulung, auch für Susan, dass sie sich auch weiter stetig verbessert. Guck mal, sie sieht zufrieden aus. Guck, das ist eine tolle Chance, meine Fähigkeiten zu verbessern. Ich gehe nach der Arbeit hin. Siehst du? Sie ist zufrieden. Sie wird auch mal gelobt. Sie befördern wir, ja, könnten eigentlich auch machen. 6 Simoleons die Stunde können wir auch machen. Und dann noch eine Schulung. Weil er am Motzen ist, kriegt er keine Beförderung. Er muss jetzt erstmal noch länger drauf warten. Ganz ehrlich. Das kann er jetzt so ruhig mitbekommen, dass seine Kollegen befördert wurden und er nicht. Oh, sie kann sich jetzt einen neuen Gartenzwerg kaufen. Das ist doch supi. So, wir können trotzdem hier gucken, dass wir seine Moral ein bisschen aufbessern. Wir überprüfen das mal. Was sagt er denn momentan dazu? Hallo? Ja gut, er soll ja arbeiten, aber ich möchte hier auch... Hallo, ich möchte mal mit dir reden. Ich will fragen, was du dir vielleicht wünschst. Ernsthaft? Kann der mal aufhören rumzumeckern? Ohne Scheiß. Der fällt mir gerade sehr, sehr negativ auf, der Gute. Wenn er so weitermacht, er wieder gefeuert. Das gibt's doch nicht hier. Nur am Meckern. Ich wollte nur nachhören, wie er sich hier fühlt. Und dann motzt er mich so an. Hat er ein Problem? Als ob wir hier nicht im Betrieb tätig wären und uns darum kümmern würden, dass hier alles super ist. Aber man muss ja auch ab und zu sich mal um die Angestellten kümmern. Aber das passt ihm dann ja auch wieder nicht. Er ist ja so oder so am Motzen. Also sehr, 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 sehr meckrig, der Gute. So, unsere Cleo hat schon wieder Hunger. Nimm dir ein Glas Wasser und dann tanz doch mal eine Runde. Sie muss ein bisschen was für ihren Spaß tun. Sie ist gerade nicht mehr so sonderlich gut drauf. Ja, 70 Bewertungen hier. Das ist doch richtig, richtig cool. Wir haben viele, viele Vorteilspunkte, die wir ausgeben können. Wollen wir mal schauen? Neugierige Gäste. Gäste bitten das Management ab und an um eine Empfehlung und die Sozialaktion Gericht empfehlen wird freigeschaltet. Das könnten wir doch eigentlich mal machen. Das ist doch vielleicht ganz cool. Da können wir die teuren Sachen empfehlen. Das brauchen wir nicht. Wir haben eigentlich schon aktuell genug. Sind günstiger. Das sollten wir eher am Anfang eines Tages einsetzen. Was haben wir hier? Okay, das brauchen wir alles nicht. Motivationsrede. Die Interaktion Motivationsrede, mit der du dein Personal anspornen kannst, wird freigeschaltet. Das könnten wir jetzt rein theoretisch mal brauchen. Das ist auch nicht schlecht. Da können wir nämlich mehr Gäste abkassieren. Jetzt haben wir niedrigere Ausbildungskosten. Die Ausbildungskosten für das Personal werden gesenkt. Das ist auch cool. Das kaufen wir auf jeden Fall. Und jetzt haben wir schon gar nicht mehr so viele Punkte hier. Aber das war super. Ja, die hier unten kann ich jetzt alle nicht mehr kaufen. Gäste wählen häufiger die teureren Gerichte. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Dauerhaft um einen geringen Betrag gesenkt. Das ist alles interessant. Ich würde jetzt erstmal keine Punkte mehr ausgeben, sondern erstmal wieder sparen. Was macht denn die Anne Windtower hier in der Küche? Muss ich mal sagen, sie sieht aus wie Anne Windtower. So. Der ist ganz schön motzig hier. Der stiefelt hier rum. Ja, räum hier mal ab. Hier ist einiges liegen geblieben. Oh, ich bin ja auch gemein diesmal, ja. Jetzt stellt er da wieder das gammelige Zeug ab. So, hier ihre Bedürfnisse steigen gerade alle. Das ist gut.
Die beiden sind anscheinend schon fertig mit Essen. Wir haben wieder 30 Vorteilspunkte dazu verdient. Das läuft doch diesmal richtig gut hier mit dem Restaurant. Also ich muss sagen, generell fällt mir das mit dem Restaurant deutlich leichter als mit so einem Laden wie dem Blumenladen. Das finde ich viel, viel stressiger, muss ich ehrlich sagen. So, hier, dance mal ein bisschen ab. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. So. Wenn wir die beiden begrüßen, stinkt. Ja. Steigt dann noch unser soziales Bedürfnis? Oder eher nicht so? Nee, anscheinend nicht. Muss auf die Toilette? Dann soll er gehen. Unsere Cleo sollte auch mal lieber gerade gehen. Nicht, dass es hier noch zu einem Problem kommt. Ich würde sagen, wir lassen keine neuen Gäste zu. Und schaut mal hier. Die beiden, die sind richtig begeistert. Die geben uns sogar volle 5 Sterne. Das ist richtig krass. Wir sollten auch demnächst mal... Oh Mann, Susan ist jetzt richtig gut drauf hier. Jetzt, wo sie noch ihre Beförderung hat, ist sie richtig glücklich. Das ist auch so eine hübsche, die Susan. Ist auch toll. Ich mag den Sim unheimlich gerne. Hab ich übrigens erstellt. Das ist kein NPC. Und unsere Familie werde ich definitiv auch noch hochladen. Das verspreche ich hoch und heilig. Wo ist denn Cleo? Hä? Warum läuft die denn schon wieder außen rum? Mensch, Mensch, Mensch. So, haben wir hier noch irgendwie... Der steht immer noch da und tut nichts. Können wir den beiden hier noch irgendwie was versüßen? Tisch überprüfen vielleicht? Hier, guck, die gehen mit einer vollen 5-Sterne-Bewertung heim. Genial. Die beiden, er hier auch. Zumindest einer. Und die beiden hier sind aktuell noch nicht so angetan. Oh, sie ist krank. Das kommt aber nicht von unserem Essen hier. Und hier, wir können die Bestellung mal noch priorisieren. Sie sind momentan sowieso die einzigen, die noch hier drin sind. Aber dann bekommen sie ein gutes Gefühl, denn wir sagen, ja, ihre Bestellung kommt jetzt hier vor allen anderen, ja. So. Können wir das nicht? Ich will das bitte... Er räumt gerade nur auf. Wir bringen ihnen einfach kein Essen. Super. Ja, genau. Räum da mal auf. Cleo kann jetzt hier draußen mal was wegräumen. So, die bekommen jetzt hier ihr Essen. Aber das ist natürlich, das steigert nicht unbedingt die Zufriedenheit, dass sie jetzt so lange warten mussten auf ihr Essen. Immerhin hat es gute Qualität. Vielleicht steigert es das doch noch auf 4. Das wäre schön. Das wäre schön. Ach, ich mag unser Restaurant hier. Klein, aber fein. Gemütlich. Ich würde mich hier drin wohlfühlen. So, wir könnten ihnen gratis Getränke servieren, weil sie so lange warten mussten, als Entschädigung für jeden was gratis zu trinken. Kundenbindung, ja? Oh je, Cleo ist auch mittlerweile schon richtig müde, aber bitte ein bisschen mehr Haltung noch. Und? Ja, sie freuen sich. Ich gebe eine Runde für den ganzen Tisch. Wie gut, dass es nur 2 Sims sind. So, ich beschleunige gerade trotzdem noch mal ein bisschen. Sie ist traurig. Warum? Sie ist eingeschlafen. Oh je. Er ist auch traurig. Warum denn? Ach so, weil das Sozialbedürfnis niedrig ist. Ja gut. Ah, gucke da. Da haben wir doch die Bewertung noch auf 4 hochpushen können. Ja. Wir machen jetzt... Was? Restaurant nicht funktionsfähig. Damit das Restaurant betriebsfähig ist, musst du einen Empfangsmitarbeiter, einen Kellner und einen Koch einstellen. Außerdem musst du deine Speisekarte zusammenstellen. Er hat gekündigt. Ja, genial. Wir schließen auf jeden Fall für heute erstmal das Restaurant. Wir haben, wow,
ganze 216 Simoleons gewonnen. Woohoo! Oje. Der persönliche Touch. Wir müssen mehr mit den Gästen zu interagieren. Die Wartezeiten verbessern, aber der Service ist extrem gut bewertet worden. Müssen wir nochmal gucken. Die beiden sind besser geworden. Feinschmecker kochen Level 8. Wow. Und Charisma Level 7. Ja, supi. Richtig gut. Aber wir brauchen jetzt definitiv einen neuen Kellner. Ah, wen nehmen wir denn da mal? Die sind alle jetzt nicht so gut. Sie ist schon ein bisschen besser. Aber ich will hier nicht nur Kerle einstellen. Nicht nur Mädels einstellen. Na gut. Wir brauchen ja einen. Gut. Dann war es das aber hier aus dem Restaurant für heute schon mal wieder. Und wir gehen nochmal in die Galerie. Und ich hoffe, ihr habt jetzt schon wieder alle was zu schreiben parat. Denn ich zeige euch jetzt die verbleibenden 20 Sims. Wir haben hier Sim Nummer 1. Ich klicke immer nochmal beide Bilder an. Sim Nummer 2 ist diese junge Dame hier in der Familie, die eher ein bisschen edler aussieht. Sim Nummer 3. Sim Nummer 4. Sim Nummer 5. Sim Nummer 6. Sim Nummer 7. Sim Nummer 8. Sim Nummer 9. Sim Nummer 10. Sim Nummer 11. Sim Nummer 12. Sim Nummer 13. Sim Nummer 14. Sim Nummer 15. Nummer 16. Sim Nummer 17. Nummer 18. Nummer 19. Und Sim Nummer 20. So, das sind die verbleibenden Sims. Ihr findet wieder eine Abstimmung auf strawpoll.de in der Videobeschreibung, wo ihr eure Stimme den verbleibenden 20 Sims geben könnt. Und ja, da bin ich mal gespannt, welche sich heute durchsetzen, welche 15, welche 5 uns verlassen müssen. Das ist richtig spannend. Und ja, morgen geht's dann zu Hause bei unserer Familie weiter. Dann haben wir 2 Tage mit Cleo im Restaurant verbracht. Dann müssen wir doch den anderen nochmal auf die Finger gucken, dass sie keinen Blödsinn machen. Und damit danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!